Freunde, heute geht es mir mal um Abfälle und was das eigentlich bedeutet, wenn wir Erde bereiten und wenn wir beispielsweise Terra Preta bereiten, so wie ihr das hier in diesen Töpfen sehen könnt. Hier nämlich entsteht Terra Preta und ich kann den Fotoapparat so nah wie auch immer führen. Ihr werdet den wunderbaren Geruch dieser landwirtschaftlichen Düfte nicht im Film zu riechen bekommen. So weit sind wir noch nicht. Aber man kann hier sehr gut sehen, dass hier relativ feinkörnige Kohle ist. Das ist Holzkohle von Zistrosen. Und ich fertige diesen Film an, weil neulich gefragt wurde, wie ist das denn? Ist es denn nicht so, dass ich durch Terra Preta Schwermetalle oder sonstige Gifte in den Boden bringe? Ist das überhaupt zulässig, Terra Preta einzusetzen? Und dazu im Folgenden ein paar Worte. Ja, der Blick in so einen Eimer mit Terra Preta zeigt uns ein ganz interessantes Substrat. Wir können also hier überall diese kleinen Kohlenstückchen sehen. Hier ist alles mögliche Nährstoffmaterial, zum Teil Getreide, Zucker und Tierdung von Esel zum Beispiel. Das ist mehr oder weniger Fett. Was hier noch gar nicht drin ist, ist Erde. Doch ein bisschen. Hier ist ein bisschen Erde. Und wenn wir die Terra Preta draußen im Gelände anmischen, dann kommt diese Art von Erde dazu. Ja? Das wird dann direkt im Pflanzloch entsprechend dosiert. Ja, so schönen guten Tag. Jetzt wollen wir uns das mit der Terra Preta mal näher vornehmen. Und wenn ihr das hier so seht, was ich hier aus meinen Eimern holen kann, so seht ihr, dass ich Kompost verwerte. Was dieses Bild hier zeigen will, ist, dass ich richtige Erde dazu gebe. So. Wo ist das Problem? Wir haben ja überall Giftstoffe drin. In allem. Das ist mittlerweile bekannt. Also sowohl Schweizer als auch deutsche, wie auch österreichische Umweltverbände haben einmal untersucht, wie weit verbreitet Gifte sind wie dieses Roundup. Und es ergab sich, dass in Urinproben das Roundup allgegenwärtig ist bei Europäern. In den 70er Jahren, Ende der 60er Jahre, wurde den Menschen, also wohlgemerkt des 20. Jahrhunderts, also 1960 bis 70, wurde den Menschen bewusst, da kam die Umweltbewegung auf, dass beispielsweise polychlorierte aromatische Verbindungen oder Insektizide wie Hexachlorcyclohexan, aber zum Beispiel auch Blei, ganz weit verbreitet sind. Es gab eine La Lèche-Liga, es kann sein, dass es die immer noch gibt, die hervorgehoben hat, obwohl die Belastungen in der Muttermilch hoch sind,
ist der Nutzen für das Baby und auch für die Mutter durch natürliches Stillen immer noch besser, als wenn man sagt, ich gebe meine Kinder gleich ans Fläschchen synthetischer, milchartiger Produkte. Das war eine schwere Entscheidung, aber der Aufruf oder der Aufschrei auch der Menschen, Mensch, warum ist das alles so vergiftet, hat ja doch dazu geführt, dass zum Beispiel DDT sehr weit eingeschränkt wurde, zumindest in bestimmten zivilisierten Ländern, die das einfach nicht mehr verkauft haben wollten. Die Ströme dieser Stoffe gingen dann allerdings noch weiterhin in die dritte Welt. Das Blei beispielsweise kam einfach auch daher, dass man der Auffassung war, hier gibt es kleine Stechmücken, kleine Knitzen, dass man der Auffassung war, man müsse als Antiklopfmittel Bleitetraethyl den Treibstoffen zusetzen. Das führte dann in Praxis dazu, dass mir mal eine Bäuerin sagte, wissen Sie, die Milch, die ich Ihnen verkaufe, die kommt gar nicht von der Kuh, die an der Straße steht, sondern die Kuh für die Direktverbraucher, die weidet ganz hinten, weit abseits der Straße. Das war also in der Bevölkerung weit verbreitet, dass man wegen der Bleiausstöße des Autoverkehrs seine Tiere unter Umständen weiter entfernt grasen ließ. Aber die Milchmengen, die direkt in die großen Molkereien gingen, wurden nicht derlei separiert. Also mit diesen Giften leben wir einfach. Und jetzt ist die Frage, wie geht denn das nun weiter? Also ich empfehle einfach mal, in eine Genossenschaft, in eine landwirtschaftliche Genossenschaft zu gehen, wo die Mittel für die Bauern aufbewahrt werden, die sogenannten Pflanzenschutzmittel, genau zu riechen und anzuschauen, wo die überall eingesetzt werden. Dann kann man sich überlegen, ob man das herkömmlich erzeugte Getreide, Obst und Gemüse eigentlich essen will. Das soll dann wirklich jeder selbst entscheiden. Worauf will ich hinaus? Ich wurde gefragt, ob denn nicht in der Terra Preta, in der Kohle für die von den Zistrosen und so weiter, sehr viele Schwermetalle sind. Man hat damals im Zusammenhang mit den Untersuchungen an Blei den Abstand von der Straße aufgetragen gegen die Menge Bleiverbindungen, die in der Rinde oder im Holz von Bäumen ist, und hat natürlich festgestellt, dass es dann wie so eine gaußsche Verteilungskurve ganz nah, 30, 50 Meter neben der Straße, war der Bleianteil sehr hoch. Im Abstand zu den Quellen wird er immer geringer. Man hat dann auch gesehen, zum Beispiel selbst so etwas Unauffälliges wie ein Hochspannungsmast von 40 Meter Höhe, der aber damals mit Bleitetraethyl eingepinselt war, gibt enorm viel Blei in die Umgebung ab. Und auch das mag man zum Teil verändert haben, verbessert haben. Wir haben ja viele Umwelterfolge und Naturschutzerfolge schon verzeichnet, bevor es daran ging, dass man für Windmühlen beispielsweise die Naturschutzauflagen wieder zurückzunehmen beginnt. Ja, wie ist das nun heute? Also wenn ich hier im Alentejo, ich will mal gerade etwas holen, wenn ich hier im Alentejo Holzkohle mache, dann nehme ich Zistrosenholz. Dieses Zistrosenholz brennt hervorragend. Ja, selbst sogar die grünen Pflanzen brennen. Und bevor ich das mache, kann ich hier oben die oberen Teile abmachen und mir die in einen Tee tun. Den werde ich jetzt heute Abend nehmen. Hier so ein Sträußchen. Das ist ein sehr antiviraler Tee. Also ein Tee, der gegen alle möglichen Erreger wirkt. Damit kann man wunderbar gurgeln und so weiter und so fort. Und das, was übrig bleibt, sind diese Äste. Und diese Äste, die findet man tatsächlich in unserer Terra Preta nun verkohlt wieder. Wie sieht das Feuer aus? Das Feuer ist ein schnelles Feuer. Das ist eine ganz flache Grube, wo wir diese Zistrosen von manchmal 2 bis 3 Meter Länge reinschieben. Das Initialfeuer zündet. Die Zistrosen brennen der Reihe nach runter. Die Zistrosen brennen runter, aber ich lege ständig neue Zistrosen dazu, bis ich schließlich ungefähr so einen Berg von Material habe, der da in der Grube liegt. Vielleicht auch ein bisschen drüber rausschaut.
Das wird abgelöscht. Diese Kohle, die aus dem schnellen Feuer entsteht, wird abgelöscht und dampft stundenlang aus. In so einem Fall stehen wir dann auch nachts auf, was ich sowieso öfter tue, um hier die Sterne anzugucken, aber wir stehen auf, um das immer wieder abzulöschen. Es wird vermieden, dass dieses Pflanzenmaterial durchascht. Also zum Schluss hätte ich Asche, wenn ich das Feuer laufen lasse. Das tun wir aber nicht. Wir halten das Feuer irgendwann an, löschen ab und es bleibt eine hervorragende Kohle übrig, diese feine Kohle. Nun lebe ich hier in einem Gebiet, wo man früher gesagt hätte Reinluft. Ich muss Ihnen allerdings sagen, dass wir auch hier natürlich einen atmosphärischen Fallout haben. Das ist ja überall in Europa zu sehen. Jeder kann sich das anschauen. Ich werde das hier an dieser Stelle nicht vertiefen. Auf den Begriff Geotechnik werden wir in anderen Zusammenhängen immer wieder mal eingehen. Es gibt nichts auf dieser Welt, was wir wirklich verheimlichen müssen. Wir Menschen neigen zu einem unglaublich naiven Umgang mit der Natur und ich glaube, das muss man uns verzeihen. Aber schauen Sie, dieses Material ist tatsächlich die Grundlage meiner Kohle. Da ich hier in einem Gebiet lebe, wo also außer dem atmosphärischen Niederschlag eine Einwehung möglicherweise aus Spanien erfolgen kann, dort gibt es Industrie, allerdings ist die überwiegende Windlage und auch Regenlage bei uns vom Atlantik her Südwesten von den Kanarischen Inseln. Das heißt, die Emittenten, die wirklichen Dreckschleudern bei zum Beispiel Sevilla und so weiter in Spanien, die von hier ungefähr 250, 300 Kilometer entfernt liegen, wirken sich hier kaum aus. Und in Südportugal gibt es da nicht viel davon. Das heißt, im Verhältnis ist die Kohle, die ich hier einsetzen kann, ganz hervorragend. Wie ist das nun in Deutschland? Nun, in Deutschland ist die Bleibelastung zum Beispiel von Bäumen, von Gesträuchern, von Gehölzen extrem zurückgegangen. Aber selbstverständlich wird überall mit Pestiziden gearbeitet, in ganz Deutschland, mal von den wenigen Biobetrieben abgesehen. Bitte mal nachschauen, sind es 5% oder 10% oder wie viel Prozent sind es inzwischen geworden? Die gesamte Landschaft behandeln wir chemisch, dazu müssen wir stehen. Das heißt, alles, was draußen in der Luft ist, kommt auch in den Pflanzenkörper hinein. Also ist eine Pflanzenkohle, zum Beispiel aus dem Ruhrgebiet bei Mülheim oder Kettwig oder zum Beispiel bei Nürnberg oder in der Nähe von irgendwelchen Munitionsfabriken, die zurzeit wieder High Life haben oder auch in der Umgebung von Ölraffinerien und Kohleabbaugebieten und so weiter natürlich hoch. Aber das liegt in der Kohle fest. Das ist sehr wichtig. Wenn wir unsere Kohle herstellen und das Feuer wird ausgemacht, dann habe ich gesagt, es dampft ganz intensiv. Ich zeige diesen Prozess in einem anderen Film. Mit diesem Wasserdampf geht sehr viel der giftigen Polyaromaten mit davon in die Umgebung. So ungefähr in den 70er Jahren gab es mal Aufruhr, weil man zum Beispiel Benzpyren im Grundwasser gefunden hat. Nun müssen wir wissen, jedes Pflanzenmaterial, welches in der Natur der Zersetzung unterliegt, bildet auch Benzpyren, also solche hochkondensierten Aromaten, wie die Leute sagen. Naphthalin beispielsweise als Ausgangskörper, der dann, oder Anthrazen, wo alles Mögliche dran ist. Ich will das chemisch nicht beliebig vertiefen. Ich will nur sagen, diese Substanzen bilden sich auch von der Natur. Und deswegen ist das Trinkwasser aber trotzdem verwertbar. Wir müssen natürlich gucken, wo es herkommt. Hier beispielsweise trinken wir aus einer Quelle. Selbstverständlich sickert das Wasser irgendwo nieder und eluiert Boden. Aber unsere Boden, unsere gesunden Böden, wenn sie gesund sind, haben ja oben die Humusauflage und halten sehr viel fest. Die Schwermetalle werden in irgendeiner Form umgebaut,
die verschiedenen organischen Substanzen werden von Bakterien und allen möglichen Mikrolebewesen verarbeitet. Wir haben eine unglaublich tätige Bodenlebewelt, die überall hier tätig wird und die wir hier bei diesem Permakulturprojekt auch fördern, indem wir eben wieder zu Humusbau und Humusbildung anleiten. Jetzt holen wir aus Mitteleuropa Pflanzenkohle und wollen Terra Preta machen. Wir wissen, dass da alles Mögliche drin ist. Wir können dem nicht entgehen. Es ist wie bei der Lalesch-Liga. Ist es besser, ein Kind natürlich zu stillen oder ihm in Kunstflächen zu geben? Für ein Baby und für seine Mama und für seinen Papa ist der Körperkontakt das absolut Oberste. So ähnlich wie für unsere Gesundheit die geistige, gedankliche Einstellung. Die Aufgabe bedeutet für uns jetzt nicht zu sagen, ich soll keine Terra Preta machen, sondern zu sagen, ich soll endlich wieder gesunde Böden und gesunde Luft herstellen, also muss ich aktiv werden und den Leuten, die den Dreck rausbringen, auf die Finger klopfen. Das können wir ja machen. Wir sind ja in der Demokratie, wir können das ja erreichen. Wenn im Bundestag gestritten wird, ist das gut. Manchmal fehlt mir so ein bisschen der Streit, den ich aus den 70er und 80er Jahren kenne, aber das wird auch wieder besser. Ich bin einfach Optimist. Also nochmal, es ist mir lieber, jemand kann Terra Preta einsetzen, also die Stechmücken, die Knitzen sind sehr aktiv, es ist mir lieber, jemand kann Terra Preta einsetzen und tut es und verbessert damit den Boden. Ich habe in einem vorhergehenden Film gezeigt, wenn du an einer Stelle Terra Preta ausbringst und 3, 4, 5 Jahre wartest, siehst du, wie die ganze Umgebung davon beeinflusst wird. In der Demeter-Landwirtschaft bringt man in Erinnerung an einen älteren Herrn namens Rudolf Steiner solche kleinen Hörnchen aus, worin Mist und allerlei organisches Material drin ist. In dem Moment, wo ich den Boden auch nur an ganz kleinen Stellen beimpfe, sorge ich mittelfristig dafür, dass das Bodenleben sich ausbreitet. Ja? Und dann kommen die Würmer dazu. Plötzlich wird der Boden wieder tätig, wie man sagt. Das heißt, das Edaphon, die Lebensgemeinschaft, der Bodenlebewesen, wird artenreicher und dann kann der Boden heilen. Bodenheilung 3, 5, 10 Jahre ist ungefähr das Maß der Zeit, das wir brauchen, um aus der giftigen Agroindustrie zurück zu einer gesunden, hundertprozentigen Biolandschaft, Landwirtschaft zu kommen. Und das ist ja das, was wir müssen. Wir wollen ja die Menschen gesund machen. Braucht ja kein Gesundheitssystem, wenn die Nahrung so vergiftet ist, dass die Leute überhaupt nicht gesunden können. Wir sind gerade dabei, das zu verstehen. Also lassen wir uns jetzt nicht davon abbringen und bringen wir Terra Preta raus. Und dann würde ich natürlich empfehlen, sammelt zum Beispiel Gehölzschnitt aus Landschaften, wo nicht so viel gegiftet wird. Zum Beispiel dort, wo Grünland ist, da wird viel weniger gegiftet. Die Äcker, die sind erstmal ganz unerfreulich. Ja? Und was macht die Holzkohle bei der Terra Preta? Die Holzkohle hat ja, wie man hier so sieht, so faserartige Geschichten als Kohlenstoffgerüst übrig gelassen. Und in dieser Holzkohle sind diese ganzen Tracheen und so weiter drin, die Gefäße und die Einzelzellen. Das ist eine Riesenmatrix. Ihr könnt euch ein römisches Mosaik vorstellen. Jeder einzelne Mosaikstein ist irgendwie eine Zelle oder ein Gefäßstück. Das ist wie ein Plattenbau. Da gehen eine Vielzahl von Lebewesen in diese Mikro- und Nanolücken hinein, können da leben und produzieren ihre Abfallstoffe. Und von diesen Abfallstoffen kann sich der Boden und die Pflanzen ernähren. Das ist ganz natürlich, so macht es das. Wir haben
deutschlandweit, europaweit Humusverluste zu beklagen. Das liegt an der Chemie aus der Luft und aus der Chemie, die direkt auf die Äcker geben. Kunstdünger zerstört Bodenleben, das weiß man längst. Organisch gedüngt ist es besser, aber Klärschlamm gehört so ohne weiteres nicht dazu. Das Zeug müsste erst mal ein paar Jahre lang reifen. So, wir müssen tatsächlich ein bisschen Zeit investieren. 3, 5, 10 Jahre. Dann kann die Landwirtschaft, dann können die zerstörten Böden regenerieren. Wir haben das hier auch erlebt, auch in Südportugal. Hier hat man den Humus aus verschiedenen Gründen ganz entfernt. Nicht gewusst, was man da tut. Nach ungefähr 8 bis 12 Jahren setzt die Humusbildung ein. Mir kommen hier überall mittlerweile Braunerden entgegen, wo es vorher ausgedörrte, rote Hitzeböden waren. Terra Preta ist gesund für die Böden. Und warum kann ich Terra Preta einsetzen? Nochmal, von einer anderen Seite betrachtet, die Kohle ist jetzt im Boden. Die holt da keiner mehr raus. Wenn ich jetzt eine Obstanlage oder von mir aus Bohnenanlage oder eine Kohlenanlage oder was ihr gerne hättet, pflanze, dann lege ich ungefähr in eine Tiefe von 30 bis 50 oder mehr Zentimeter Tiefe diese Terra Preta hin. Diese Terra Preta durchsetzt den gesamten Boden, wird zum Teil ein bisschen nach unten ausgewaschen, aber die kleinen Mikrolebewesen merken, da ist ganz viel im Boden und gehen dahin. Und die Pflanzen sagen, oh, ich weiß, ich kann meine Wurzeln genau so nah an die nährstoffreichen Substanzen führen, wie es mir gut tut. Wir verdünnen diese Terra Preta. Würde ich die hundertprozentig reinsetzen, würde die nur Sauerstoff zehren. Das darf ich nicht. Ich brauche in den oberen Dezimetern Boden immer noch eine Restmenge Sauerstoff. Unsere Regenwürmer brauchen zum Beispiel 4 bis 8 Volumenprozent Sauerstoff in ihrer Bodenschicht. Das ist eine Erinnerung an ihre Entwicklungsgeschichte. Davon mussten sie nicht abweichen. So geht es in unseren Böden noch zu. Ist eine kleine Menge Sauerstoff drin. Und die muss ich erhalten. Deswegen wird die Terra Preta verdünnt. Aber die Holzkohle kommt nicht mehr nach oben. Vor allem liegt die Holzkohle nicht oben am Boden und wird, wenn jetzt starker Sonnenschein kommt, anschließend wieder Regen und wieder Sonnenschein und wird einfach veratmet. Nein, die bleibt da unten. Das heißt, die Giftstoffe in Anführungsstrichen, zum Teil sind es wirklich welche und zum Teil sind sie das nur auf kurze Zeit. Die bleiben im Boden und können da unten organisiert werden. Die können organisch umgebaut oder so eingesetzt werden, dass sie zum Beispiel sogar als Spurenelemente wieder eingesetzt werden können. Die Pflanzen holen sich das raus. Wir bringen also unsere Terra Preta nicht zu weit oberflächennah ein. Ja? Das würde ich empfehlen. Den Pflanzen die Möglichkeit geben, dahin zu wurzeln. Je nachdem, wer da wurzeln soll, braucht er viel oder wenig von dieser Terra Preta. Ein absolutes Plädoyer für Terra Preta wird dadurch abgeschlossen, dass wir ja immer wieder Heckenschnitt machen müssen und auch hier in dieser Landschaft müssen wir die Zistrosen zurückdrängen. 50 Meter um Häuser herum sollen Zistrosen nicht in großer Menge wachsen. Das tun sie aber hier, weil sie Pioniere sind. Das heißt, wir müssen dieses Gesträuch entfernen, auch gesetzlich verpflichtet. Und dann können wir es sogar gut verwenden für Terra Preta. Deswegen nennen wir die Zistrose das Gold des Alentejo. Bislang ist sie ein bisschen vernachlässigt in dieser Bedeutung. Terra Preta setzt sich durch. Terra Preta ist keineswegs nur irgendeine alte Geschichte aus Südamerika, sondern an mehreren Stellen auf der Welt wurde die Wirkung von Holzkohle, die düngende Wirkung von Holzkohle zusammen mit Nährstoffen aus Tierdung und so weiter erkannt und eingesetzt. In diesem Sinn wünsche ich mal alles Gute und frohes Gärtnern. Okay? Tschüss. Ja. Also ich kann nur sagen, Ade.
Ja, liebe Freunde, das ist meine Serie an Eimern. Und ich werde jetzt noch mal mit dem Spaten hingehen. Optimale Holzkohle, ja. Wundervoll. Und so kann die Erde dann aussehen. Da ist schon sehr viel Erde. Mit wenig Terrabrete, aber wir können die größeren Teile der Terra noch erkennen. Kann jeder machen. Ist ganz einfach. Und dass wir in einer Welt leben, in der es Abfallstoffe gibt, das ist eine Eigenart. Mit der müssen wir erst ein bisschen fertig werden. Nicht alle von uns merken das, wollen das schon wahrhaben. Aus irgendeinem Grund wird das aber weiter geschehen, weil wir noch zu unsensibel sind, wir Menschen. Ja? Aber ich meine, wozu ist man auf der Erde, wenn nicht dazu, sensibel zu werden, immer empfindsamer, immer empathischer? Wir leben in einer Zeit großer Herausforderungen und selbstverständlich werden die von der Menschheit gemeistert. Alles Gute. Terra Preta dient.